Lam ist das zarte und wunderschön gefilmte Debüt des jungen äthiopischen Regisseurs Yared Seleke. Der junge Ephraim hat seine Mutter verloren und lebt in einem ausgedörrten Dorf in Äthiopien. Eines Tages bringt ihn sein Vater zu Verwandten in die Berge, weil er nach Addis Abeba muss, um nach Arbeit zu suchen. Als der Onkel beschließt, Ephraims Lamm, Chuni, das sein bester Freund ist, zu schlachten, plant er vorzugehen. Lam ist der erste äthiopische Film, der es in die offizielle Auswahl des Festivals von Cannes schaffte. Es ist ein beeindruckendes Debüt, wunderschön inszeniert und hervorragend dargestellt. Äthiopiens atemberaubende Landschaften werden von der ausgezeichneten Kanadierin José Deé auf gekonnte Weise eingefangen. Die Kamera taucht ein in die Bilder, vom rostroten Lammfell über die weichen Grashügel bis zu den Familienszenen in der Dorfhütte. Mit seinem verheißungsvollen Debüt gewährt uns der Regisseur Einblicke in eine nur kaum auf der Leinwand erforschten Wirklichkeit und erweist der reichen Landschaft und Kultur seines Landes die Ehre. Hoffentlich gefällt er Ihnen ebenso gut. Bis zum nächsten Mal.